Mir fällt auch gerade ein, ich habe ja in Osnabrück nicht nur hier diesen LKW gekauft, ich habe ja auch da eine Garage gekauft. Und habe zwar LKWs für die Garage gekauft, aber mir fällt gerade ein, die sind ja, glaube ich, alle leer. Da sitzt keiner drauf. Da muss ich dann nach der Aufnahme hier mal ein paar Fahrer draufsetzen. Den Actros, den ich bis jetzt gefahren habe, habe ich natürlich auch noch. Der steht in der Garage. Der hat 30.000 oder 40.000 Kilometer runter. Ist natürlich für so ein LKW nicht allzu viel. Ne, ich glaube, die bleiben da auf der Spur. Brauche ich nicht links rüber. Können wir doch ganz gepflegt dran vorbeifahren. Entschuldigung, kamen wir ein bisschen ins Trudeln. Hier kann man schön sehen, dass wir jetzt gleich drin, oder wir haben 300 Kilometer runter. Kamera wäre schön, ja. Immer ein bisschen blenden hier. Mit unserer ganzen Beleuchtung. Ja, der ist also komplett neu, der LKW. Der hat jetzt erst 300 Kilometer runter. Da ist unten die Einstellung unter der Gradzahl, ja, unter der Motortemperatur. Für die Tempomat. Ja, oben drüber dann Tacho rechts, Drehzahlmesser links. Dann die verschiedenen Druckluft und Tank. Ich weiß nicht, was das noch alles ist. Das wissen die LKW-Fahrer. Ja, war ein langer Tag heute. Das wissen die LKW-Fahrer unter euch natürlich besser, was das da im Einzelnen an Anzeigen sind. Rechts rum abbiegen, wir müssen ja im Prinzip geradeaus und dann nach links rüber. Ja, bleibt doch nicht immer alle stehen, ist doch Katastrophe. Wir fahren da so ein bisschen mit dem rechten Seite durchs Grün, aber das ist okay, das passt. Versuchen wir mal einfach jetzt ein bisschen mit dem Verkehr hier mitzufließen, der uns anhalten. Hast du Pech gehabt, ist selber schuld. Rechts, damit wir wieder Richtung Osten kommen, weil wir wollen ja nicht nach Berlin.
Wir wollen ja nach Polen. Machen Sie Urlaub in Polen? Ihr Auto ist ja schon da. Könnte man jetzt so behaupten. Ja. Haben wir den Autobahnwechsel auch verzogen. Und weiter geht's. Gleich mal. Ja, ich bin jetzt seit kurz vor 5 heute Morgen wach. Musste halt auch ein bisschen noch arbeiten. Schön, dass du jetzt erst rüber fährst. Und nehme jetzt hier das hier noch schnell für euch auf. Dann gleich noch eine Kleinigkeit essen vor dem Konvoi. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Konvoi wird. Dass wir dann wieder ein bisschen fitter sind. Posen. War das nicht eine Omsi-Karte? Irgendwie so. Passen rein? Meine ich doch, ne? War doch irgendwas? Ja, doch, war richtig. War gerade am Überlegen, was die da vorne veranstalten. Gerade auf meinen zweiten Monitor geguckt habe wegen der Aufnahme. Ich war gerade überlegen, hast du OBS überhaupt auf Aufnahme gestellt? Wäre natürlich jetzt schlecht gewesen, wenn ich gar nicht aufnehmen würde. Ich meine, wenn ihr das seht, wisst ihr, dass ich das aufgenommen habe. Aber wäre ja jetzt um die Zeit schade, die ich da bis jetzt gefahren bin. Naja. Bin gleich bestimmt fitter, wenn ich was gegessen habe, was getrunken habe. In Game haben wir jetzt 20:07 Uhr. Echtzeit um 17:42 Uhr. Das passt ja so in etwa. Bin mal gespannt, ob es hier gleich wieder anfängt zu regnen. Ich bin auch zufrieden mit der Wiederholungszahl, mit den Frames per Second, die ist bei konstanten 50 Frames. Das habe ich so eingestellt. Da bin ich voll auf zufrieden. Auch die Bildqualität bin ich mit zufrieden. Landschaftsmäßig sieht das hier auch ganz gut aus. Schön mit der Stromoberleitung. Aber wir sind ja, glaube ich, noch auf deutschem Gebiet. Wir sind noch nicht in Polen. Aber ich glaube, das müsste gleich kommen, weil, so wie ich das sehe, ist da vorne eine Mautstation. Hier über die Brücke sind wir, glaube ich, schon mal gefahren. Da geht schon das Licht an. Hier auf der Autobahn ist auch nicht schlecht. Da kommt Ende der Autobahn. Und da haben wir hier gerade voll den Ruckler. Gerade irgendwie nicht nachvollziehen konnte.
Sieht richtig schön aus hier. Cool gemacht, der Übergang. Das war jetzt der Zoll. Hier dürfen wir 90 fahren. Dann nur noch 70 und dann kommt die doch stehen. Dürfen wir nur noch 40 fahren. Ich bleibe jetzt einfach mal ganz frech auf der linken Spur. So, los geht's. Mit 720 PS. Ich weiß nicht. Habe ich mir ein wenig mehr vorgestellt, dass der ein bisschen besser aus dem Quark kommt. Wieder die komische Brücke, die hatten wir auch schon. Zack, einmal rüber. Hab ich beim letzten Mal schon, wo wir hier lang gefahren sind, wir waren ja schon mal hier in Polen, ich schon bewundert. Station, glaube ich. Aber die ist, glaube ich, nicht für uns. Genau. Hier können wir ganz getrost durchfahren. Fahren. Jetzt wird es langsam. Ist schon Abend hier im Spiel. 9:30 jetzt. Und sind noch 370 Kilometer bis zum Ziel. Gleich links abbiegen, quasi. Da verlassen wir dann auch die Strecke, wo wir bereits waren. Und dann bin ich mal gespannt. Das sieht aus, als wenn wir da über Land fahren. Das war schon die größte Einstellung. Weil ich mich gerade frage, warum die mich dann nicht unten rum erst über die Autobahn leiten und dann später nach Norden hoch. Aber vielleicht gibt es da keine. Das Navi weiß schon, was es tut. Und schauen wir mal, wie wir dann da weiterfahren. Diesmal bleiben wir nicht an den Dingern hängen. Nehmen schon ein bisschen vom Gas. Hier mal ein bisschen mit dem Gas spielen. Weil Bremse tut es irgendwie nicht, keine Ahnung. Und dann rollen wir mal ganz easy hier in die
Mautstation rein. Zack. Und wieder geht's. Ich hoffe, der fährt jetzt da nicht los. Und ich habe das Gefühl, die haben alle das gleiche vor. Woher wusste ich das nur? Machen wir mal aus.